Sehr schön, da haben wir es. Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Jetzt haben wir die Zeit, um zu schauen in den Dow Jones. Ich habe heute den Dow Jones 30 Spezial mal gemacht. Gestern hat die Fed gesprochen, der Dow sieht ein bisschen angeschlagen aus. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt hier, einfach einmal auf die Details zu schauen, wohin es gehen kann, was auf uns warten kann, das gleich in den Details. Wer es schon gelesen hat, weiß natürlich, was jetzt gleich auch kommt. Wer später nochmal nachlesen möchte, gerne in den Blog bei Tickmehrein. Dort habe ich das Ganze selbstverständlich auch veröffentlicht. Danke übrigens auch für die lieben guten Morgengrüße. Ich hoffe auch, dass Bild und Ton in Zoom ordentlich rübergehen. Kleine Rückmeldung wäre nett. Ansonsten, ja, starten wir hier an dieser Stelle durch. Wie immer, zuerst der Blick auf den Risikohinweis. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das passt dann soweit durch. Und dann an dieser Stelle noch ein Sendehinweis. Ich habe das ja schon diese Woche auch mal avisiert, beziehungsweise so ein bisschen angekündigt. Mein Trading-Kollege, der Martin Gösch, der macht zum ersten meine Urlaubsvertretung. Also der ist ab dem 10. August, glaube ich, geht es, ist ein Montag, macht der Martin hier für 3 Wochen meine Urlaubsvertretung. Und der Martin ist Spezialist im Bereich COT. Und es gab vor kurzem ein COT-Trading-Signal im Euro-US-Dollar. Und das bespricht er morgen hier zusammen mit uns. Das Ganze, wie schon gesagt, morgen so, ich sag mal grob ab 9 Uhr. Wir machen ja morgen wie immer freitags auch neben den normalen Handelsideen noch den Nachrichtencheck und wir gucken auf die großen Indizes. Gut, den Dow können wir morgen wahrscheinlich ein bisschen ausklammern, aber die anderen Indizes schauen wir uns auch an. Wir gucken auch auf WTI, mal sehen, wie viel Zeit wir morgen auch haben werden. Das Ganze, wie schon gesagt, jetzt schon mal vorab. Der Martin Gösch morgen live bei mir hier in der Sendung exklusiv auf Tickmill Deutsch im Facebook bzw. im Stream auf Zoom. Das dazu und dann gucken wir noch kurz in die Nachrichten. Bei den Nachrichten sehen wir heute, es gibt 2 wichtige Themen. Das erste wichtige Thema ist das Thema Arbeitslosigkeit hier bei uns in Deutschland. Da wissen wir ja, dass das Thema Corona durchaus Auswirkungen haben kann. Ich bin gespannt, was hier auf uns wartet. Momentan sind wir ja noch in der relativ guten Situation, dass die Arbeitslosigkeit nicht überbordet. Das ist zumindest die aktuelle Lesweise. 10 Uhr gibt es dann noch den Blick in das Bruttoinlandsprodukt für das 2. Quartal. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Da sehen wir mal, was im 2. Quartal sich so entwickelt hat und wie Corona hier tatsächlich die Auswirkungen gebracht hat. Gleiches gibt es übrigens in den USA um 14.30 Uhr. Also sehr, sehr wichtige Wirtschaftsnachrichten von dieser Stelle. Und dann gibt es heute auch wieder die Arbeitslosenhilfe, also die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und beim Thema Arbeitslosenhilfe, da sind wir ja auch schon genau bei dem Thema, was die Fed gestern auch mit bewegt hat, beziehungsweise was ich auch schon mal mit angesprochen hatte, ist das Thema die gesamte angespannte Lage am US-Markt momentan auch wieder. Ja, die Fed hat ja einen sehr, sehr großen Stellenwert darauf gelegt, dass das Land quasi liquide bleibt, ja, dass die Banken, die Unternehmen und auch die Privathaushalte so liquide bleiben, dass die Kreditverpflichtungen jetzt nicht zu massenhaften Ausfällen führen. Deswegen wird viel Liquidität zur Verfügung gestellt und die Fed hat auch gesagt, das bleibt erstmal so. Wir haben es am Dienstag ja schon erfahren, die ganzen Finanzspritzen werden erstmal um weitere Monate bis zum Jahresende hin verlängert und das ist ein Zeichen dafür, dass die Fed schon sehr sorgsam auf die Märkte achtet. Wir haben es gestern gesehen, an den Märkten gab es jetzt keine massiv brutalen Ausschläge nach oben oder nach unten. Direkt nach der Pressekonferenz, das heißt also relativ ruhig geblieben, aber die Fed hat ganz einfach auch die Sorgen, die sie sieht, auch nochmal sozusagen genau nach außen getragen, dass man einfach merkt, man kommt in die Fahrt, wenn die Wirtschaft anspringt. Das heißt, wenn die Einschränkungen durch Corona sich abmildern, kommt die Wirtschaft aktuell zumindest relativ gut in Schwung. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist halt, dass alles genauestens von dieser Corona-Entwicklung abhängt. Und dieses Abhängen von dieser, also diese große Abhängigkeit ist halt momentan unkalkulierbar, weil keiner weiß, wie das Ganze hier vonstatten geht. Und wir sehen es in den USA. Ich habe es heute Morgen in den Nachrichten gesehen, wenn die Zahl verlässlich ist, jede Minute gibt es eine Neuansteckung in den USA.
Das ist schon heftig. Wir sehen bei uns in Deutschland auch regelmäßig steigende Zahlen jetzt wieder. Heute Morgen habe ich auch gehört, wir sind wohl irgendwo von der Ansteckungsrate wieder dort, wo wir im Mai gewesen sind. Also das ist schon nicht von der Hand zu weisen, dass dieses Virus nicht ganz so einfach handzuhaben ist. Das merkt man ja auch und das wird Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Und da hat die Fed ein sehr, sehr wachsames Auge drauf. Wie ich schon gesagt, momentan zeigt sie, sie ist mächtig genug, um das Ganze auch zu unterstützen. Und dann wird sich zeigen, wie das Ganze ausgeht. Wichtig wäre es halt wirklich jetzt mal genau auf die Zahlen zu schauen. Und wenn wir beispielsweise hier höhere Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bekommen, dann wäre das schon mal ein Zeichen, dass der Arbeitsmarkt weiter in der Anspannung wächst. Und das nächste, was wir ja noch haben, ist das Thema der Unterstützung der Arbeitslosen. Da gibt es ja momentan eine Art Sonderzahlung, die läuft Ende Juli aus. Was ist, wenn da eine Welle von Privatinsolvenzen beispielsweise zuläuft, das heißt, dass Kreditausfallraten immer größer werden, das ist schon heftig. Und wir sehen es ja auch bei den Banken, in den Bilanzen der Banken, es werden sehr, sehr starke Rückstellungen auch gebildet. Das heißt, auch der Bankensektor sorgt sich da so ein bisschen auf das, was kommen kann oder über das, was kommen kann. Das muss man so ein bisschen mit im Auge behalten. Und damit würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein in den Index an dieser Stelle. Übrigens auch wirklich, wer Fragen hat, gerne rein hier. Ich habe schon die erste Frage gesehen. Britisches Pfund, US-Dollar mache ich sehr, sehr gern. Schauen wir dann direkt auch drauf. Das ist ja auch sehr, sehr schön angelaufen, das Long-Setup, was wir hier besprochen haben. Da freue ich mich immer noch sehr, sehr drüber. So, nun zum Dow Jones. Passt auf, wir machen mal Folgendes. Ich mache mal kurz das Bild klein. Wir fangen mal einfach nackig an. Hier, US30, neues Chartfenster. Ich will einfach mal jetzt hier den ganzen Blick quasi ungetrübt auf ein sauberes Chartbild lenken. Mach den Chart auch gleich mal noch groß, kurzen Augenblick. Passiv, das ist okay. Wo haben wir es da? Zack. So, jetzt haben wir es hier auch in groß mit da. Und ich mache mal noch kurz die automatische Trenderkennung mit rein, damit wir uns das mal kurz anzeigen lassen können. So, also da haben wir es. Für diejenigen, die das Tool nicht kennen, das MTON Live-Signal ist ein Tool, das kann Trends anzeigen, zeigt Verortungen in Trends und auch Handelssignale innerhalb vom Trend. Und weil das dem einen oder anderen hilft, die Trends ein bisschen besser zu erkennen, habe ich das hier immer mal wieder in Anwendung. Ich sage an dieser Stelle auch, so ein Tool an sich hilft nicht wirklich viel, wenn man keine Ahnung hat vom Trendlesen. Ja, es unterscheidet halt, also es macht halt den Unterschied, dass es bestimmte Sachen einfacher erkennbar macht. Man muss schon wissen, wie die Trends entsprechend funktionieren und wieso, weshalb, warum an der einen oder anderen Stelle was passieren kann. So, das kurz dazu gesagt. Und jetzt schauen wir einfach mal. Wir fangen mal an. Im Blog habe ich es auch geschrieben, beziehungsweise in den täglichen Trading-Ideen von oben nach unten. Also rauf auf den Feldherrnhügel und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Zuerst einmal hier ganz klar im Wochenchart zu sehen. Was haben wir? Wir haben hier natürlich diesen extrem scharfen Abverkauf durch den Jahresstart mit Covid-19, danach einen aufwärtstrendenden Markt. Der Aufwärtstrend ist da, hier an dieser Zeit. Reihe, ich scanne es mal kurz ein. Da haben wir es. Also hier sehen wir es. Das ist mal der untergeordnete Trendverlauf. Also so hat sich sozusagen der Tageschart entwickelt. Und was wir hier quasi jetzt sehen, sind momentan zumindest auf Blick auf die Woche steigende Hochs und wir haben mehr oder weniger steigende Tiefs, die wir hier sehen. Das ist die eine Sache. Deswegen das Ganze auch noch verortet in die Aufwärtsrichtung. Jetzt kommt allerdings auch ein Aber, ja, das heißt, wir haben durchaus die Chance, weiter oben reinzulaufen. Nach oben, der Blick nach oben zeigt uns auch ganz klar, das nächste Widerstandslevel, was wir hier oben drinnen haben, ist das große Verkaufslevel oben. Das mache ich gleich mal grün an dieser Stelle. Hier oben, da oben rum, hier in diesem Bereich, diese Marke hier oben, diese knapp 28.200 Punkte. Das ist der Deckel, der momentan da oben drauf liegt. Und aus diesem Grund muss man das als Widerstand ganz klar in Betracht ziehen, weil das die Marke ist, wo der Dow sozusagen definitiv drüber muss erst einmal, um das Ganze hier nach oben hin ordentlich reinzubringen. Das heißt, an dieser Stelle muss man konstatieren, da oben ist definitiv erst einmal ein Deckel drauf. Nee, Hot Pink wollen wir nicht, wir machen das Ganze mal kurz in Rot. So, also das ist da, Nummer 1. Nummer 2, was wir hier an dieser Stelle sehen, ist folgender Sachverhalt hier in der Woche. Ein Hoch, hier in der Woche auch ein Hoch. Das heißt, diese beiden Linien, die wir hier oben drauf liegen haben, die zeigen uns schon mal, dass da oben so ein bisschen ein Deckel drauf ist, ne? Da sehen wir, wir haben hier die Luft rausgegangen, oben
also etwas über diesem alten Kaufbereich, abverkauft nach unten. Dann gab es die Gegenbewegung, jetzt kommt schon wieder der Abverkauf, der nach unten. Was haben wir hier noch gesehen? Ganz klar hier, schaut euch mal an, da sind wir rangelaufen, haben abverkauft. Hier an dieser Stelle gab es dann sogar eine Short-Umkehrkerze auf Wochenbasis in dieser Verortung, die momentan so ein bisschen die Bestätigung versucht, wo der Markt hier so ein bisschen nach unten möchte. Und das schaut mir momentan so aus, als wenn der Markt angeschlagen ist. Das zeigt das große Bild entsprechend hier auf Wochenbasis. Das heißt, weiter runter ist definitiv einmal Potenzial vorhanden. So, und jetzt schauen wir mal ganz kurz auf die großen Level, die wir haben, wo wir Anlaufmarke haben. Das wäre zum einen mal dieser Bereich hier unten, kurzen Augenblick. Das ist also ein Auffanglevel hier unten. Das mache ich mal grün. So, das wäre Nummer 1. Hier an dieser Stelle auch mal ganz grob reingezogen, ne? Hier 24.800 Punkte. Auch das mache ich mal grün. Damit wäre der erste Anlaufpunkt auf der Unterseite im großen Bild da. Den zweiten, den sehen wir auch hier unten. Bitte, wie schon gesagt, diese Bereiche nicht zu sehr auf den Punkt, auf die Goldwaage legen. Das sind grobe Anlaufbereiche. Ja? Wir sehen es ja auch anhand der Kerzen, dass die Märkte nicht immer genau auf den Punkt ranlaufen und dann wieder eine andere Richtung machen, sondern sie laufen manchmal sogar ein bisschen drunter, manchmal drehen sie ein bisschen drüber. Das sind so grobe Auffangbereiche, diese Schwunglevel, wie ich die gerne nenne. Da haben wir das nächste hier unten um die Marke 23.000 Zähler. Das Ganze in etwa zu sehen. Das ist in der Woche. Das heißt, wenn wir hier diese Umkehrkerze der letzten Woche durchaus bestätigt bekommen, haben wir zur Unterseite hin definitiv mal Luft hier im großen Bild der Woche bis ja 24.800 beziehungsweise, wenn es weit runter geht, 23.100 Punkte. So in diesem Dreh rum ist der Schwungbereich durchaus da. Das ist durchaus etwas, was man in Betracht ziehen kann, ohne dass diese gesamte Aufwärtsdynamik hier in Frage gestellt wird. Das heißt, an dieser Stelle bin ich persönlich schon der Überzeugung, dass wir diesen längerfristigen Bullenmarkt, in dem wir ja nach diesem starken Abverkauf von unten nach oben hin wieder eingetaucht sind, dass der Markt wirklich hoch will, das werden wir mit guter Wahrscheinlichkeit auch sehen, weil wir haben ja auch gemerkt, sobald sozusagen die Covid-19-Geschichte etwas besser ist, sobald man da eine Erholung hat, ja, und solange der Arbeitsmarkt, beziehungsweise nicht der Arbeitsmarkt, der private Konsum genügend finanzielle Mittel hat, um bei, sag ich mal, einer Besserung der Lage wieder Geld auch auszugeben. Das sind ja dann die positiven Dinge und da sehen wir, dass die Wirtschaft relativ schnell anzieht. Und das ist halt etwas, das kann man hier unter Umständen dann auch beobachten. Das heißt, wenn wir hier durchaus positive Zahlen bekommen, und wir laufen hier über die 27,1 oben drüber und nehmen auch die 27,6 oben weg. Das sind dann die positiven Zahlen. Dann ist es durchaus möglich, dass man auch direkt ohne eine tiefe Korrektur wieder oben reinläuft. Aber wir haben halt die Warnsignale da und diese Warnsignale sind deutlich ersichtlich. Und die sind auch deutlich ersichtlich, wenn wir hier mal rüberschalten in den Tageschart vom Dow. Jetzt mache ich mal kurz die Trenderkennung raus, raff das Bild mal so ein kleines bisschen zusammen. Und hier im Dow sehen wir halt genau dieses Bild. Das heißt, diese Situation, wie wir sie hier oben haben in diesem Bereich, kurzen Augenblick, ich mache mal kurz einen Rahmen drum, dass man es sehen kann. Also der Bereich hier oben an dieser Stelle, der ist wichtig. Das ist das Format hier drüben, indem wir gerade jetzt diese Umkehr bekommen. Das ist das, was ich gerade auf Wochenbasis gezeigt habe, diese Umkehrkerze. Ja. Und was wir hier im kleinen Bereich momentan sehen, ich skizziere das mal ganz kurz, ich lasse es dann auch anzeichnen, schaut mal hier, das hier ist im kleinen Bereich ein Abwärtstrend. Ja. Das ist ein Abwärtstrend auf Tagesbasis. Der muss halt eingeordnet werden jetzt in die gesamte übergeordnete Situation. Und da ist es wichtig zu schauen, was hier und jetzt aktuell passiert. Das heißt, worauf müssen wir denn hier achten? Wir müssen achten auf folgende Maßnahmen oder auf folgende Dinge. Ich zoome es mal noch etwas weiter ran. Was wir hier ganz klar sehen, das, wo der Markt hier gerade so ein bisschen verharrt, ja, das ist mal mit Sicherheit eine Art Unterstützungsbereich. Das heißt hier um die 26.300 Punkte. Wir sehen es hier, der Markt hat diesem Level Beachtung geschenkt und hier war das ein ordentlicher Kaufbereich, der nach oben geführt hat, allerdings jetzt zu einem Doppeltop mit entsprechendem Gegentrend. Brechen wir hier drunter, das heißt, fällt der Markt tatsächlich unter die 26.300 Punkte Marke, spricht das für eine Fortsetzung dieses Abwärtstrends und der
hat dann durchaus mittelfristig das Potenzial, die tiefen Regionen anzulaufen. Das heißt, fallen wir tatsächlich hier drunter, dann setzt sich sozusagen der Abwärtstrend, den wir hier mittlerweile im Bestehen haben, hier wird er auch mal eingezeichnet, der setzt sich dann nach unten hin mit fort. Und dieses Fortsetzen können wir dann halt gleich ziehen, nächste Anlaufbereiche suchen und schaut mal hier, da haben wir so um die 25,5, 25,6 hier unten in diesem Bereich, da haben wir tatsächlich ein Anlauflevel, wo wir untergeordnet einen Schwungbereich haben, beziehungsweise dann hier unten diesen Kaufbereich um die 24.800 Punkte, so ganz, ganz grob, ne? Das kleine Zwischentief hier an dieser Stelle, das haben wir ja auch gehabt, hier guckt mal hier unten da, das wäre die Marke von, naja, 24.800, knapp 75 Zählern, die wir hier an dieser Stelle auch haben. Das sind so Anlaufpunkte, die wir durchaus zur Unterseite mit reinnehmen können im kurzfristigen oder mittelfristigen Bereich. Kurzfristig gucken wir uns gleich mal in der Stunde an, was der Tag hier dazu sagt. Also das sind durchaus Marker, die wir zur Unterseite mit auf der Uhr haben müssen, wenn wir drunter fallen. Bouncen wir nach oben, dann wird es natürlich interessant zu sehen, was passiert hier oben an dieser Stelle. Das heißt, wenn wir über dieses Zwischenhoch bei knapp 26.700 Punkte laufen, an dieser Stelle. Das ist dann natürlich interessant. Das wäre dann so eine kleine Umkehr und dann könnten wir erstmal wieder den Sprung hier hoch Richtung 27,27,1 mit sehen. Das müssen wir mal abwarten. Das sehen wir allerdings gleich, wenn wir in die kleineren Zeiteinheiten vorstoßen und das machen wir jetzt an dieser Stelle auch gleich mal noch. Hier der Blick sozusagen in den Dow Jones in der Stunde und hier sehen wir, der Stundentrend ist auch schon hier wieder abwärts gerichtet, hier an dieser Stelle. Wir sehen es hier an diesem Punkt auch, wenn ich mal den höheren Zeitrahmen einblende, da sehen wir der Tag ganz klar, also dieses HTF ist Higher Time Frame an dieser Stelle, der höhere Zeitrahmen sozusagen und der zeigt uns hier auch ganz klar den Abwärtstrend, wo wir hier auch verortet sind und wir sehen es halt, der Markt will hier wieder so ein bisschen runter. Ich mache mal ganz kurz die Entry Bars rein hier, da sehen wir es auch, schaut mal, das ist die letzte Bewegung nach unten gewesen. Das ist die aktuelle Korrekturtiefe und wir sind hier schon ganz Stückchen ordentlich in die Korrektur reingelaufen und drehen jetzt scheinbar wieder um. Und wenn sich das nach unten fortsetzt, dann müssen wir hier ganz klar darauf achten, was hier der Markt macht. Das heißt, sollten wir hier einfach zur Trendfortsetzung übergehen, dann ist der Weg nach unten frei. Schafft der Markt allerdings vor dem Tief den Sprung nach oben und das sieht dann ähnlich wie so aus, je nachdem von wo man startet, dann wäre halt diese Marke hier oben von knapp 26.700 Punkten interessant. Warum ist die interessant? Wir haben dann den Weg nach oben halt frei. Ja? Das heißt, wir sehen ja hier, untergeordnet ist auch ein Verkaufslevel da. Das müssen wir auch konstatieren an dieser Stelle. Da muss drauf geachtet werden, weil dieses Verkaufslevel ist ein wichtiges Level. Und wenn der Markt über so ein wichtiges, im kleineren Bereich wichtiges Level drüber geht, könnte das kurzfristig tatsächlich hier erst einmal wieder zu Kursen Richtung hoch 27.100 bis 27.200 Punkte laufen. Das wird der Tag allerdings erst entscheiden. Ne? Das können wir jetzt nicht sehen. Da müssen wir einfach die Prognose im kurzfristigen Bereich machen. Wie schon gesagt, zur Oberseite hin haben wir es da halt offen. Hier über 26.700 Zähler, das wäre der Bounce, der Abprall von unten, den ich besprochen hatte. Und dann können wir uns zur Oberseite wieder aufsetzen hier an dieser Stelle, das Ganze mit reinzunehmen. Wenn das nicht passiert, dann müssen wir die Unterseite annehmen. Auf der Unterseite im kleineren Bereich sehen wir dann ganz klar hier unten dieses Schwunglevel um die Marke von 26.000 Punkten. Ja, das war hier auf dem Weg nach oben in der Stunde ein Zwischen-Low-Bereich aus der Aufwärtsdynamik raus. Das wird mit Sicherheit eine Rolle spielen, zumal die 26.000 Punkte-Marke auch eine runde Marke ist. Und danach haben wir schon hier unten diesen Drehbereich um die 25.500 Zähler. Das sind die Dinge, die wir hier mit Blick in den Dow sehen. Das heißt, das große Bild ist angezählt im Wochenchart. Da muss man schauen, wie es weitergeht. Der Tageschart zeigt uns momentan schon eine Richtung, dass er eher nach unten trenden möchte. Und die Stunde zeigt uns ganz klar auch dieses Bild, dass der Markt eher momentan ein bisschen schwach ist. Das heißt, der Markt scheint angeschlagen zu sein. Das bullische Bild trübt sich so ein bisschen ein. Wir trendieren hier so ein bisschen nach unten. Aber die Bullen müssen hier sich noch nicht geschlagen geben. Wir haben immer wieder die Chance, nach oben zu laufen. Und den ersten Indiz, den ersten Ansatzpunkt haben wir tatsächlich, wenn der Markt hier nicht unten drunter durchbricht, unter die 26.300 Punkte Marke, sondern wenn wir hier oben eher Richtung 26.700 Punkte Marke drüber laufen und den ersten oder sage ich mal das erste Indiz, dass dem so ist, ist dann gegeben, wenn wir hier
über dieses kleine Zwischenhoch drüber laufen. Ich mache das mal kurz anders farbig von der Markierung hier. Wenn wir nämlich da direkt drüber laufen, dann haben wir genau das, was ich gerade versucht habe anzuskizzieren. Dann haben wir genau hier wieder einen Trend, der nach oben läuft, der vor diesem Tief über dieses Zwischenhoch bei 26.600 Punkten läuft. Und dann haben wir die Chance, hier oben reinzulaufen. Und darauf sollten wir jetzt achten. Das ist der Punkt, der Marker, der wichtig ist. Und dann können wir uns möglicherweise kurzfristig auch mal für die Oberseite einsetzen. Da muss man aber schauen, was kommt. Also genau hinschauen, das hilft immer. Ich sage an dieser Stelle immer, hinschauen, Plan machen, Plan traden, Punkt. Das war's, so wird es gemacht. So, das dazu. Jo, und dann haben wir noch drei Fragen. Ich sehe gerade, das Bild ist sehr unscharf heute, wie es bei den anderen ausschaut. Also ich sehe ja hier auch die Live-Übertragung mit drinnen. Bei mir sieht das Bild nicht unscharf aus. Ich hoffe, dass die anderen das Bild gut sehen können. Andere Rückmeldung habe ich da noch nicht bekommen, aber danke für die Info, lieber Ludger. So, also wir haben Pfund US-Dollar, wir haben Gold auf der Uhr und wir haben noch britisches Pfund, japanisches Yen. Ich starte mal durch. Wir fangen mal an mit britisches Pfund, japanisches Yen. So, ich kriege gerade noch die Info, Bild und Ton ist okay. Jo, Ludger, dann hoffe ich, dass es nur an deinem Bildschirm liegt. So, gut, also, wir starten durch. Ach, Australdollar und Neuseelanddollar, gefällt mir. Schöner Aufwärtstrend, schönes Handelssignal gewesen, feine Schichte auf der Longseite. Aber genug der Träumerei. Ich freue mich immer, wenn Trades gut laufen. Das Ganze hier an dieser Stelle, britisches Pfund, japanisches Yen. So, da ist er. Zack, geht hoch. Ja, hier sehen wir, der will nach oben, kann sich aber nicht entscheiden, ob er tatsächlich über die 136,35 drüber geht. Das ist ein typisch, ja, wartendes Verhalten an dieser Stelle, ne? Muss man einfach mal so einsehen. Also das ist mal so ein bisschen der Tageschart. Mit Blick nach oben hin hat der Chart natürlich auch die Chancen, oben rauf zu laufen. Das heißt, wenn ich mal ganz kurz hier das nehmen darf, Moment, das brauche ich jetzt hier. Wenn der Markt hier oben drüber geht, würde das schön für die Fortsetzung dieses Aufwärtstrends sprechen. Allerdings ist er momentan so ein bisschen schüchtern. Wir haben es gesehen aus der Korrektur hier unten raus. Schön das Umkehrsignal nach oben hin gelaufen. Wir blicken jetzt mal ganz kurz in den Stundenchart rein, damit wir sehen können, was da oben los ist. Ich muss das Ganze nur ein bisschen zusammenraffen. Wahrscheinlich ist es hier einfacher, wenn ich mal die 4-Stunden-Marke angehe. Da sehen wir die Charthistorie ein bisschen besser. Ja, das sieht viel gut, viel besser aus. Jetzt hätte ich schon fast gesagt, viel guter aus. Passt auf. Folgendes, was wir hier an dieser Stelle sehen, wartet mal, ich nehme mal kurz diese Marke hier raus. Was wir hier an dieser Stelle sehen, ist folgendes Szenario, beziehungsweise folgendes Bild, was an dieser Stelle wichtig ist. Wir haben oben drauf hier leicht einen Deckel liegen. Ne? Hier an dieser Stelle haben wir hier so leicht die Situation, dass der Markt da nicht so richtig drüber will. Auf der anderen Seite sehen wir hier so ein leichtes Ansteigen. So, das ist also immer noch die Chance, verortet hier, auch hier in diesem untergeordneten kleinen Aufwärtstrend. Das war ja das Umkehrsignal, was wir auf Tagesbasis gesehen haben, was hier auch mitgekommen ist, das zieht nach oben. Wir sehen hier momentan halt den Deckel oben drauf. Heißt also, für den Weg nach oben müssen wir genau hinschauen, was hier an dieser Stelle passiert. Charmant wäre es tatsächlich, wenn der Markt nicht unten drunter durchbricht, sondern direkt den Weg nach oben sucht und dann Stück für Stück die 136,6 aus dem Markt nimmt. Das wäre sehr, sehr interessant. Das wäre ein sehr, sehr bullisches Signal, dass der Markt hier auch schön nach oben weiter anstreben möchte. Aber wir haben halt auch die Gefahr, dass der Markt unten durchbricht. Ein ähnliches Szenario, ich möchte mal ganz kurz diesen Chart verlassen, ein ähnliches Szenario hatten wir ja auch gesehen im euro-britischen Pfund. Das haben wir gestern miteinander besprochen. Da hatten wir auch hier dass die Situation, dass wir so ein leicht ansteigendes Dreieck gehabt haben und dann ist der Markt doch nach unten rausgebrochen. Ne? Hier oben der Deckel drauf, hier der Anstieg und dann bam, ging es nach unten. Das kann halt passieren bei diesen Dreiecken und das ist dann halt erstmal so das Thema, da muss man vorsichtig sein. Deswegen schaue ich auch immer genau hin. Ich möchte wirklich sehen, dass der Markt oben drüber ausbricht, sozusagen hier über dieses Dreieck drüber läuft und das Ganze dann nach oben mit wegschwingt. Dann haben wir die Chancen, tatsächlich oben reinzulaufen und die höheren Levels mit anzulaufen. Und das nächsthöhere Level, was wir hier haben, wäre dann sozusagen mal hier dieses Zwischenhoch hier drüben aus der Historie um die 137,436. Und das Dreieck, was wir hier jetzt haben, wird halt erstmal zumindest kurzfristig für eine Entscheidung sorgen. Der Ausbruch unten runter
Wenn wir den mal im kleinsten Bild sehen wollen, schaut mal hier, da haben wir einmal hier ein Zwischentief, dann haben wir hier unten, also bei 135, 66, 67, dann haben wir hier einen Schwungbereich um die 135, knapp 3, das haben wir auch da hier, 3, 4 in diesem Dreh. Das wären mal die Marker, die wir durchaus zur Unterseite anlaufen können, wenn wir den Ausbruch hier unten sehen und dieser Ausbruch auch unter diesen Kaufbereich hier fällt. Der Kaufbereich ist gut ersichtlich durch den Ausbruch hier. Ne? Schaut mal hier, ist ja der Markt im Kleinen hochgetrendet und hier so in diesem Drehbereich, das war der Kaufbereich, da sehen wir auch, da kam extreme Dynamik oben raus rein und wenn der halt abverkauft wird, das ist immer so ein bisschen ein Zeichen, dass der Markt doch erstmal ein Stückchen weit nach unten möchte. Das ist der Blick hier mal in britisches Pfund, japanischen Yen im 4-Stunden-Chart. Wie schon gesagt, wenn wir uns den Tag mal angucken, der ist aufwärts gerichtet und da wäre es jetzt halt wichtig für die Fortsetzung, dass wir den Weg oben über die 136 direkt wuppen, dann haben wir Chancen zur Oberseite. Ansonsten müssen wir uns zeitnah zur Unterseite wieder mit aufstellen. Ich beobachte das Ganze und wenn sich hier handelsideentechnisch was ergibt, werde ich da natürlich morgens in den Briefings mit drauf eingehen. So, dann machen wir noch den britischen Pfund US-Dollar. Der ist ja auch sehr schön gelaufen. Die Party, die läuft nach oben über dieses Widerstandslevel drüber. Jetzt ist so ein bisschen die Luft raus. Ja? Das sehen wir anhand dieser schwarzen Kerze, die wir hier haben. Sehe ich momentan ein bisschen entspannt, weil ich, Leute, schaut mal, wo wir drüber gesprochen hatten, von wo wir gekommen sind, aus dem Bereich hier unten. Ne? Das ist ja, wo wir hingelaufen sind. Eine feine Sache. Also die Traderinnen und Trader, die die Long-Situation auch umgesetzt haben, die sind wirklich sehr, sehr schön im Plus an dieser Stelle. Der Markt ist weit gelaufen, schön nach oben gelaufen. Interessant wäre es jetzt tatsächlich, wenn wir uns über diesem Widerstandslevel oder über diesem ehemaligen Widerstandslevel bei 1,29,3 halten würden. Das Ganze mit Blick mal auf den Tageschart, weil dann haben wir direkt Chancen, auch weiter nach oben zu laufen. Also das wäre ein extrem starkes Zeichen. Sollten wir allerdings ein bisschen in eine tiefere Korrektur gehen, sage ich mal, wäre mit Blick hier auf diesen Tageschart ganz klar, hier, wartet mal, ich ziehe es mal kurz rein, das Level hier, diese Marke, dieser Bereich, der wäre mal wirklich interessant. Ich habe dieses Währungspaar für heute auch bei mir auf der Watchlist, um mir ein bisschen die Korrektur, das Korrekturverhalten anzusetzen. Wir haben ja auch gesehen, gestern nach der Fed kam hier nicht wirklich irgendwas Negatives rein. Das heißt, das war mehr oder weniger ein Non-Event für die Währungsseite. Und wie schon gesagt, sollten wir hier tiefere Korrektur sehen, dann laufen wir halt hier unten drunter unter das Tagestief von gestern und der nächste Auffangbereich wäre mal hier, wie schon gesagt, der Bereich der Trendentstehung um die 1,28,1. Wir blicken das Ganze jetzt nochmal kurz im Stundentrend an und hier sehen wir es, beziehungsweise wir gehen mal auf den 4-Stunden-Trend, der ist ein bisschen sauberer zu erkennen. Hier sehen wir es, dieser Bereich hier um die 1,29,3, das ist die Marke, die ist wichtig und was noch wichtig ist, sind die tieferen Level hier, das Swing Low unten bei 1,29,09, das ist das Erste, was mal da ist. Und wenn das nach unten durchbrochen wird, das wäre dann das Indiz dafür, dass hier der letzte Schub nach oben, dieser Trend, gebrochen ist. Und das ist ein Anzeichen für die Korrektur. Und dann kommt es wirklich darauf an, wie weit artet die Korrektur aus. Und wir haben die Chancen, noch vor dem Ausbruchslevel hier in diesem Unterstützungslevel um die 1,28,37 einen Pivotpunkt zu sehen. Und dann haben wir das Ausbruchslevel. Sollte es auch da runterlaufen, dann müssen wir uns weiter nach unten orientieren. Und da können wir uns so ein bisschen an den Level orientieren, die hier noch kommen, 1,27,6 beziehungsweise dann hier unten diesen Drehbereich um die 1,26,4. Das ist das, was kommt, wenn wir tatsächlich eine tiefe Korrektur sehen. Müssen wir abwarten, wie schon gesagt, das Währungspaar habe ich für heute direkt auf der Watch, um das Ganze hier an dieser Stelle zu sehen, wie es denn dann läuft. Hier der Blick in das Cable. Und dann schauen wir noch auf den Goldmarkt. Gold war ja unterwegs zum, oder ist ja auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Wenn wir uns das mal kurz auf dem Monatschart anschauen, hier oben, da war das Hoch, das alte Hoch bei 1920 wurde rausgenommen und wir stehen jetzt hier oben. Jetzt machen wir mal kurz das Hoch hier oben, was in dem Chart das Hoch gewesen ist. Das haben wir gehabt bei 1981, das war also so teuer wie noch nie und ich sag euch, wie es ist, wenn der Dollar weiter abwertet, wird das auch so bleiben, weil Gold wird in Dollar aufgewogen und wenn der Dollar schwächer ist, dann wird natürlich der Goldpreis steigen, das ist zumindest die Normalität, ja. Das sehen wir hier und das ist der Goldpreis, wie schon gesagt, mal im Monatschart. Wenn wir uns das Ganze auf Tagesbasis angehen oder sehen, dann sehen wir, dass wir momentan hier oben ein bisschen festklemmen an diesem Bereich. Das Festklemmen ist ein Verharren auf recht hohem Niveau. Das sehen wir hier oben.
wichtige Marker, die wir hier stehen haben, wären natürlich, Leute, einmal das Allzeithoch hier oben. Da müssen wir drüber, um den Trend fortzusetzen. Das ist die Oberseite, das ist einfach erklärt. Die Unterseite ist wichtig und da kommt es drauf an, wie es weitergeht. Hier die 1940-Punkte-Marke, das ist der Schwungbereich momentan hier oben, den der Markt so ein bisschen ausbildet. Und das ist das, was wir in der Stunde hier auch so ein bisschen sehen. Also oben wie unten, beziehungsweise wenn man das noch ein bisschen weiter runterfassen will, noch die 1900 US-Dollar-Marke, da kommt es wirklich drauf an. Und wer das Ganze im kurzfristigen Bild sich jetzt mal betrachten möchte, der sollte mal drauf Acht geben, was hier unten passiert. Hier im Bereich der knapp 1950, da haben wir in letzter Zeit immer wieder einen Test und dann auf, einen Test, auf, Test, auf. Ja, das sind die Marker. Wenn so eine Marke rausgenommen wird im kurzfristigen Bereich, also wer sich das Ganze jetzt beispielsweise intraday anschaut und sieht, okay, es geht hier unter diese 1950, der hat erst einmal die Chance, hier das Level um die 1940 kurzfristig anzutreten und dann hier unten die Schwungbereiche mit reinzunehmen. Ich mache mal kurz den Lower Timeframe rein, da sehen wir es auch. Schaut mal hier, das war das Trendige nach oben. Hier wurde es zwischendurch mal ein bisschen unsauber, aber diese Marken, die hier drin liegen, die sind halt auch noch da. Das heißt, der Schwungbereich hier, den wir haben, der ist natürlich wichtig und das wäre mal hier unten knapp die Marke von 1921 bis 23 oder 22, 23. Dieses Level hier in diesem Bereich, das wäre ein guter Punkt kurzfristig, wo wir durchaus auch die Pivots nach oben mitsehen könnten für die Long-Seite. Also zur Planung her, wie schon gesagt, Gold momentan weiterhin stark, hält sich weiterhin oben und da müssen wir einfach sehen, wie es weitergeht. Im kurzfristigen Bereich haben wir auf alle Fälle mal für die Korrektore oder für die korrektive Phase innerhalb dieser Kerze hier, dieser Kerzenregion, also weit ausgefasst ist das natürlich diese lange Außenkerze. Im kurzfristigen aufgefasst ist es das, was wir hier sehen, diese weiße Kerze. Das sind so die Bereiche und wie schon gesagt, wenn wir hier neue Tagestiefs machen, unter die 1950 drunter laufen, dann sehen wir die Schwungbereiche unten dran, was wir gerade im Stundenchart besprochen haben. Das ist ein Gold, das ist interessant für die korrektive Phase. Gut, das zu den Wunschmärkten auf Zoom haben wir auch. Super, freue ich mich sehr. Das heißt, danke fürs Zuschauen. Allen einen erfolgreichen Trading-Donnerstag und bis morgen um 8.30 Uhr live hier bei Tickmill Deutsch und zusammen dann danach mit dem Martin Görsch im COT-Spezial. Ich freue mich drauf, sage danke und sage tschüss, bis morgen. Bye, bye.